Hallo und herzlich willkommen zu dem aktuellen Status-Report hier von dem 16. Februar 2016 und endlich mal wieder seit langem, würde ich sagen, nehme ich mir endlich wieder die Zeit, um mir den Status-Report etwas intensiver vorzunehmen, beziehungsweise auch endlich mal wieder ein Video darüber zu machen. In letzter Zeit kamen zwar so einige Status-Reports raus, allerdings war das nichts mehr außer, naja, ein bisschen um den heißen Brei gerede. In diesem Status-Report ist es wie gesagt anders. Natürlich wird sehr, sehr stark die kommende 0.6.0-Version angesprochen, mit den damit verbundenen starken Performance-Verbesserungen und der DirectX 11-Unterstützung. Selbstverständlich werden auch zwei andere Themen angesprochen, wie zum Beispiel eine andere Art der Kommunikation im Spiel und eben verbesserte oder halt veränderte Animationen. Bevor wir uns eben das große Schlachtschiff der Standalone bzw. die große Revolution, welches ja DayZ wieder extrem verändern soll, uns anschauen, also eben die exzellente Performance-Steigerung, so ein Zitat der Entwickler, schauen wir uns als allererstes mal Peter Nespesny an, der zu dem aktuellen Status-Report den Kommunikationsbereich angesprochen hat. Wir wissen alle, dass die DayZ Standalone sehr, sehr stark von der Kommunikation abhängig ist, man spricht sehr viel und es soll natürlich auch irgendwann die Möglichkeit geben, neben externen Kommunikationsmitteln, wie zum Beispiel Teamspeak oder Skype, eben auch interne Sachen zu nutzen. Natürlich gibt es derzeit diesen Sidechat, was auch immer, wo man eben diesen ganzen In-Game-Voice nutzen kann. Allerdings dient der nur dazu, direkt von Spieler zu sprechen oder eben für Admins dann global. Ist allerdings natürlich nervig für Spieler, die eben an dieser Konversation, sage ich mal, überhaupt nicht teilnehmen möchten. So wird es eben möglich sein, zum Beispiel halt mit den Funkgeräten, die es zwar jetzt schon gibt, allerdings auch über die komplette Karte zu reden, und zwar mit Hilfe von statischen Radiostationen, also mit, ich sage mal, fixen Radiostationen, die irgendwo aufgebaut sind. In dem Fall ist die Radiostation, die jetzt bald kommen soll, nicht irgendwo aufgebaut, sondern auf dem Altarhügel, und dort soll es eben möglich sein, mit den verschiedensten Funkgeräten zu kommunizieren bzw. die Verbindung aufzubauen und so eben über die komplette Karte zu reden. Natürlich wird es verschiedene Frequenzen geben und natürlich, das haben die Entwickler auch gesagt, soll es ja relativ leicht zu bedienen sein. Es soll jetzt nicht kompliziert sein und die Entwickler versuchen auch auf eine sogenannte Push-to-Talk-Funktion zu verzichten, dass ihr eben direkt immer eine Taste drücken müsst, um zu sprechen. Wie das genau gelöst wird, steht so nicht hundertprozentig drin. Natürlich werden eben diese Frequenzbereiche angesprochen, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mit dir reden möchte, wir uns jetzt direkt eine Zahl ausmachen, eine Frequenz, auf der wir sprechen wollen, und dann eben haben wir die Möglichkeit, über das aktivierte Funkgerät und der Radiostation auf der kompletten Channel Karte miteinander zu reden. Man kann sich dann natürlich vorstellen, dass, vor allem wenn es nur eine Radiostation geben soll, dass diese Sache wahrscheinlich sehr, sehr stark umkämpft ist, beziehungsweise auch viele Camper sein werden. Aus diesem Grund wurde auch von Peter Nespesny bestätigt, dass es tragbare Radiosender geben soll, dass man eben die Möglichkeit hat, nicht unbedingt die statische Radiostation zu nutzen, sondern eben auch unterwegs jederzeit mit seinen Teammates in Kontakt treten zu können. Viktor Kostik, zuständig für die Animation, hat sich natürlich in diesem Report auch zu Wort gemeldet und spricht eben genau diese Animation an und die damit verbundene und etwas nervige Vollkörperanimation. Die Vollkörperanimation ist die Animation, die er macht, zum Beispiel beim Essen, beim Trinken, beim Nachladen oder beim Waffewechseln, was auch immer, ist eben die Animation, die euren kompletten vollen Körper beeinträchtigt und ihr somit keine Möglichkeit habt, andere Sachen zu machen, außer eben diese Aktion instant zu canceln. Aber ansonsten habt ihr nicht die Möglichkeit, beim Essen zu laufen oder eben beim Trinken vielleicht, dadurch, dass ihr nur eine Hand nutzt, auch nebenbei mal irgendwann etwas anderes zu machen. Natürlich ist es beim Essen und beim Trinken nicht unbedingt so schlimm, allerdings ist es natürlich im Kampf, zum Beispiel eben, wenn man seine Waffe wechselt oder nachlädt, teilweise ziemlich nervig, wenn man nicht die Möglichkeit hat, in diesem Bruchteil von Sekunden etwas anderes zu machen, beziehungsweise sich frei zu bewegen. Das merke ich persönlich natürlich auch in PvP-Situationen oder generell in brenzlichen Situationen, dass ich immer ja einfach das Gefühl habe, dass mein Charakter sehr, sehr eingeschränkt ist von seiner Bewegungsfreiheit her und dass das wirklich sehr stark diese ganze Spielmechanik beeinträchtigt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das jetzt nun endlich umgesetzt wird und dass das sehr stark in Bearbeitung ist. Das wurde auch schon vor Ewigkeiten angesprochen, mithilfe des Animationsskeletts und was auch immer. Allerdings wurde das teilweise dann doch nicht mehr wirklich hervorgehoben.
Dieser Animationsbereich, der lässt sich jetzt so einfach jetzt hier so erzielen, aber man darf nicht vergessen, was das eigentlich wirklich für ein wichtiger Aspekt ist und was das wahrscheinlich für eine riesengroße Arbeit ist, das überhaupt in diese ganze Praxis umzusetzen. Ich stelle mir das eben so vor, wenn ich einen weiten Laufweg vor mir habe, dass ich nebenbei wirklich was esse, nebenbei was trinke und ich kann mir natürlich, das ist jetzt rein von mir spekuliert, in Zukunft auch vorstellen, wenn eben auch dieses ganze Skillsystem gibt, beziehungsweise halt die Fähigkeiten des einzelnen Charakters, dass ich eben irgendwann die Möglichkeit habe, wenn ich beispielsweise im medizinischen Bereich relativ gut in Anführungszeichen ausgebildet bin, dass ich zum Beispiel irgendwann auch während des Bandagierens mich bewegen kann. Das sind zum Beispiel gerade im PvP-Bereichen wirklich wichtige Aspekte, die man nicht ignorieren sollte und ich glaube, gerade in Zweikämpfen sehr, sehr entscheidend sein kann. Jetzt allerdings würde ich mir eben den neuen Renderer, die ganze DirectX 11 und 0.60 Geschichte anschauen. Nach wie vor steht das Datum seitens der Entwickler, Ende Februar soll nun endlich der riesengroße 0.60 Patch kommen mit DirectX 11, mit neuem Renderer und, ich zitiere seitens der Entwickler, einer exzellenten Performance-Steigerung in Chernarus. Ob es natürlich so aussieht, weiß ich nicht, die Entwickler haben schon viele Screenshots und auch schon ein Video gepostet. Bei dem Video, das habe ich schon in der einen Folge erwähnt, ist das wirklich sehr ärgerlich, dass es a in 720p und b nur in 30 Frames hochgeladen wurde. Ich persönlich sehe jetzt natürlich keine Performance-Steigerung, die Entwickler allerdings sagen, dass das genau so ist. Natürlich ist neben der ganzen Performance-Steigerung bzw. neben der ganzen FPS-Verbesserung, was auch immer, mal interessant zu wissen, was sich jetzt genau optisch tut. Das kann man natürlich zum einen in dem Video sehr gut erkennen, allerdings haben die Entwickler auch noch zwei Screenshots der Community zur Verfügung gestellt. Zum einen ist es das Bild, was man aktuell wahrscheinlich kennt, DirectX 9 und maximale Grafikeinstellungen. Das zweite Bild wurde mit dem neuen Renderer und der damit verbundenen DirectX 11 Unterstützung aufgenommen, allerdings hier mit sehr niedrigen Grafikeinstellungen. In diesem Bild wurde beispielsweise das Anti-Aliasing, die Kantenglättung, Wolken und das komplette Post-Processing deaktiviert und dennoch finde ich, dass sich beide Bilder eigentlich fast nichts nehmen, im Gegenteil, sogar das Bild mit DirectX 11 und niedrigen Settings sieht sogar besser aus. Nicht auszumalen also, wie DirectX 11 mit hohen Settings aussehen kann und wenn man dann mit Ü30, wenn nicht sogar irgendwann mit weit über 60 Frames durch Großstädte laufen kann. Das macht natürlich das Spielgefühl deutlich angenehmer, natürlich auch für PvP-Spieler ist das dann auch deutlich besser zu spielen und wird hoffentlich viele, viele Spieler wieder zurück in das Boot holen und ich bin wirklich gespannt, ob die 0.60-Version einschlagen wird, wie eine Bombe und nicht nur heiße Luft ist. Natürlich wurde von den Entwicklern auch noch direkt drei Punkte angesprochen, beziehungsweise drei Aufgaben des Renderers, die abgeschlossen wurden und vier Punkte, die momentan im Fokus stehen, beziehungsweise eben bearbeitet werden. Abgeschlossen zum Beispiel wurde schon die detaillierte Bodenschattierung, dann die Parallelisierung. Bei der Parallelisierung handelt es sich einfach um die optimale Nutzung eurer Hardware sozusagen, dass eben das Zusammenspiel zwischen Grafikkarte, CPU und was auch immer, irgendwelchen anderen Hardware-Gegenständen, dass das eben optimal genutzt wird. Und der dritte Punkt ist die erste Simul-Weather oder beziehungsweise die True-Sky-Implementierung. Das ist so zu verstehen, wenn ihr eben in den Himmel schaut, dass nicht nur entweder statische Wolken sind, also Wolken, die einfach nur in der Luft hängen, oder eben einfach nur ein und dieselbe Wolke, die von rechts nach links oder von links nach rechts zieht, sondern dass sich eben die Wolken und der Himmel dynamisch verändert. Dass man eben richtig gut erkennen kann, wie die Wolken sich zusammenziehen, wie die sich langsam wieder auflösen, auflockern, von mir aus komplett verschwinden, oder eben, ja, dass man direkt erkennen kann, wenn ein Unwetter sich zusammenbraut. Darunter ist das zu verstehen und wird sehr, sehr stark an der Atmosphäre des Spiels beitragen. In dem momentanen Fokus, das ist ein bisschen überflächlich, was hier geschrieben wird, ist natürlich die Optimierung, dann die Unmengen an Fehlerbehebung, also da scheint es wirklich noch einige Probleme zu geben, dann natürlich die endgültige Fertigstellung dieser ganzen TrueScale-Implementierung und der vierte Punkt ist das Licht. Was genau gemeint ist, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen eben direkte Lichteffekte von der Sonne und generell irgendwelche dynamischen Lichtstrahlen, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, es steht nur so da, wie es da steht. Was ich wirklich richtig geil finde eben, ist diese TrueSky-Implementierung. Das glaube ich kann wirklich sehr, sehr gut aussehen. Außerdem wird neben der ganzen Render-Technologie das komplette Hauptmenü überarbeitet, beziehungsweise wird eben die neue UI, ich sage mal, optimiert und optisch eben auch ein bisschen verbessert. Was genau wie wo gemeint ist, weiß ich nicht. Ich hoffe allerdings wirklich, dass mit der 0.60-Version ein paar erweiterte Filter kommen und eventuell, aber das wird noch nicht mit der 0.6 kommen, das Warteschlangensystem.
Außerdem wurde in Bezug auf das Central Economy System die sogenannte Item-Sättigung deutlich verbessert. Das bedeutet eben die optimale Item-Verteilung und dass Item A und Item B nicht zu oft im selben Bereich spawnen. Das kennt man natürlich jetzt aktuell in der 0.59-Version noch, wenn man zum Beispiel in Mishkino ist, in der Zeltstadt, dass man dort sehr, sehr oft, jetzt als Beispiel, immer die drei Item-Gruppen, lass es jetzt Fernglas, ein Zweibein und meinetwegen ein Schalldämpfer sein, dass diese drei Items richtig extrem, völlig übertrieben und völlig unauthentisch eben in diesem Bereich immer wieder spawnen und auch so in den Massen herumliegen. Das soll so natürlich nicht sein und wurde deutlich verbessert. Außerdem wurde neben der Item-Sättigung auch der Zufallsspawn von Fahrzeugteilen überarbeitet. Wie wahrscheinlich die meisten wissen, kann man jetzt in der 059 zum Beispiel jetzt keine Fahrzeugtür finden oder eine Kofferraumklappe, was auch immer. Die Fahrzeuge spawnen mehr oder weniger immer als selbes Wrack und man muss eben eigentlich nur in Anführungszeichen jetzt als große Fahrzeugteile jetzt gesehen nur die Räder finden. Das ist auf jeden Fall in der 0.6-Version auch nicht mehr so. Man kann eben, wie gesagt, einzelne Fahrzeugteile finden. Im Zusammenhang damit wurde natürlich generell das System ein bisschen erweitert, ganz speziell im Bereich der Schusswaffen und deren Erweiterung. Das heißt, man hat nun die Möglichkeit, eben auch die Schusswaffen zum Beispiel schon geladen zu finden oder eben schon mit Waffenerweiterung. Man könnte theoretisch in Zukunft eine AKM mit Schalldämpfer und einem Trommelmagazin finden. Das finde ich ziemlich cool, weil ich fand das teilweise immer wieder ein bisschen merkwürdig, dass ich jedes Teil einzeln finden muss, macht die Sache natürlich ein bisschen schwerer und komplexer, aber nicht wirklich authentischer. Ich hoffe natürlich, dass zum Beispiel eine geladene Waffe viel, viel seltener ist, wie die Waffe selbst, die spawnen kann. Und natürlich hoffe ich auch, dass generell Waffen und Munition noch seltener werden. Außerdem wird das Central Economy System in Zukunft die Möglichkeit haben, die Füllmenge der gespawnten Magazine zu beeinflussen. Ihr könnt somit also beispielsweise ein AK-Magazin mit 12 Schuss finden, wenn man so möchte. Das finde ich ziemlich cool, weil die Entwickler selbst zum Beispiel an dieser Schraube drehen können, inwiefern denn wie viel Munition wie wo spawnen soll. Und ich kann mir das interessant vorstellen in Zukunft, wenn das Modden für die Standalone, natürlich nicht in der 0.6-Version, das wird in der Beta oder sogar erst mit der 1.0 dann kommen, wenn man eben dann mit Hilfe von Modden oder generell mit Hilfe von erweiterbaren Servereinstellungen die Möglichkeit hat, bestimmte Bereiche an Items oder beziehungsweise eben bestimmte Item-Kategorien ein bisschen seltener oder halt öfter zu gestalten. Ansonsten war es das in dem Bereich schon mit dem Status-Report. Ich fand den wirklich sehr interessant. Wie gesagt, zum einen der Kommunikationsbereich mit dem zukünftigen Radiostationen. Ich finde das ein bisschen schade, dass es nur eine Radiostation geben soll, wenn ich mir überlege, in Zukunft bei 75 oder gar 100 Spielern, naja, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt hin möchte. Die Animationen sind natürlich auch ziemlich cool, dass man während seiner Aktion sozusagen weiterhin andere Sachen machen kann und jederzeit die Kontrolle über seinen Charakter behält. Und natürlich der große Bereich 0.6-Version Renderer in DirectX 11. Ich bin wirklich gespannt, ob diese sogenannte exzellente Performance-Steigerung in Xenarus zutrifft. Ich hoffe natürlich auch für Mittelklasse-PCs oder eben auch schlechtere PCs und dass eben nicht nur Leute, die einen sehr starken Rechner haben, direkt diese Sache so auskosten können. Ich hoffe wirklich, dass zum Ende Februar die 0.60-Version kommt, natürlich erstmal experimentell und ich hoffe auch dann mit der Implementierung des neuen Renderers und nicht erstmal so eine lala 0.60-Version, weil die Entwickler vielleicht, ja ich sage mal vorsichtig ausgedrückt, ihr Maul zu weit aufgerissen haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum die Entwickler jedes Mal ein kommendes Update ankündigen müssen, beziehungsweise ein Datum oder einen ungefähren Zeitraum sagen müssen und sich somit den Druck selbst erhöhen. Meiner Meinung nach sind die selbst ein bisschen schuld, natürlich haben die jetzt den Druck, die haben auch noch 2 Wochen vor sich und ich hoffe, die nutzen die Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat der Status-Report gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin euch noch eine wunderschöne Woche oder eben ein schönes Wochenende. Wir hören uns, macht's gut, ciao.